Sonst haben wir schon ein paar Setzlinge. Wir reißen das alles hier so ein bisschen mit ab, das Grünzeug hier unten. So, guck mal, hier sind auch, hier fliegen auch Setzlinge rum. Schon 9 Stück, 8 Stück brauchen wir, um eine maximale Bepflanzung sozusagen über den Planter zu haben. Ne, 3x3, 9 Stück. Jetzt haben wir 10, 12. Ja, die Chance ist nicht so gut, merke ich. Von dem, was ich jetzt hier schon ein bisschen abgerissen habe, haben wir relativ wenige Setzlinge eigentlich daraus bekommen. Wenn du es so siehst. Ist nicht so viel. Was wir da jetzt bekommen haben bis jetzt. Wir haben halt ziemlich viel Palmholz. Oh, guck mal. Ein rosa Pflänzchen. Und dahinter war Zuckerrohr. Bub. Oh, das ist ein großer Palmenbaum. Immer halt immer noch mit der Diamant-Axt hier. Zeug klatschen. So. Ich finde das Palmenholz schön. Verurteilt mich nicht. Ich finde die Palmen cool. Deswegen will ich Palmen haben. Bei mir stehen. Bap. Dafür holze ich halt jetzt einfach mal alles weg. Bap. Irgendwo brennt hier was. Ist doch dem Mining Laser passiert. Sieht man auch. Ab und an mal so ein Block brennen dann. Also ich kann ja auch hier reinschießen und das Wasser ist weg. Also es taut nicht auf, wie wenn es jetzt hier hingehst und draufhaust. Sonst wenn ich mit dem Mining Laser hier reinschieße, ist das Wasser weg. Es ist weg. Ich glaube auch normales Wasser verdampft nicht, aber das ist weg. Das ist dann auch weg. So. Au. Ich will diese Setzlinge. Ich will hier von den Palmensetzlingen echt ein paar haben. Dass ich bei mir zu Hause Palmen haben kann. Aber ich sehe hier auch wirklich weit und breit sehr wenige Setzlinge nur umliegen. Und wir haben jetzt schon einige Palmen weggeprügelt. Hier hinten sind auch nur normale Setzlinge. Äpfel, die ich halt so ein bisschen... Hier ist noch ein Palmsetzling, hier ist noch einer. Jetzt haben wir 17 Stück. Wird doch jetzt hoffentlich endlich mal funktionieren. Mit 17 Stück. 3 war halt schon ein bisschen mau. Ich guck noch mal rum. Ob hier vielleicht noch ein bisschen was rumliegt. Ja, hier, ja gut, normale Setzlinge. Oh, guck mal. Pink Hibiskus. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Jetzt haben wir wieder elf Setzlinge. 18 Palmsetzlinge. Die knallen wir jetzt mal wieder darunter und hoffen einfach mal darauf, dass es funktioniert. Vielleicht hat einer von den Harvestern, wo sich's gebissen hatte, Saplings aufgesammelt. Es hätte aber schon im ME sein müssen dann. Deswegen weiß ich nicht. Ja, beim Junglewood liegt oder bei den Bäumen liegen öfters gerne mal ein, zwei Setzlinge rum. Das passiert gern. Das wäre jetzt halt hier. Palm. Bumm. Die werden auch instant angepflanzt. Das funktioniert auch. So, die Sache ist nur die. Irgendwie wachsen die halt so blöd. Naja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Noch keine Palme gewachsen bis jetzt.
Was wir jetzt hier unten eigentlich angehen, ist, wir ziehen den Boden weiter, bis ein Ticken wieder hinter den Harvestern. Also hier ist dann Harvester runter. Ich muss da mal kurz gucken, wie weit ich das eigentlich hinter den Harvestern gezogen habe. Dann wäre das halt mal eine Farm von uns. Eine. Wenn wir wieder was haben, können wir ja nochmal eine bauen. Und ich denke, hinter den Kabeln hatte ich es eins weitergezogen, beziehungsweise zwei weiter. Weil ja die Wand da noch reinkommt. Also hier hinter müsste ich dann eins, zwei. So, ich gucke nochmal nach. Das wäre hier dann die Wand. Wir gucken mal dahin. Jetzt müsste ich halt hier hinten echt viel auffüllen. Rein theoretisch. Genau. Aber eigentlich will ich das halt nicht auffüllen hier hinten. Eigentlich würde ich halt gerne trotzdem hier hinten die Farm noch weiter bauen. Aber wir haben halt nichts mehr für die Farm. Zumindest gerade nichts mehr für die Farm. Wir hätten zweimal Enderlily, einmal Weizen. Was halt auch schon genug ist. Alles andere brauchen wir nicht mehr. Also wir haben all. Und einmal Weizen, also zweimal Weizen ist halt auch schon viel. Das sind auch die Sache. Das hat auch schon viel und eigentlich auch weit genug. Ich habe wieder so ein blödes Ei. Das Huhn da und ärgert mich die ganze Zeit. Wir könnten unten dann tatsächlich noch das reinbauen. Wir brauchen Pipe. Golden Pipe. Mal, lass uns mal wieder ein paar machen. So. Redstone Energy Conduits müssen wir auch dann gleich mal wieder ein paar machen. Überlege gerade. Das ist alles, was wir brauchen gerade eigentlich. Wir haben alles im Inventar. Ich gucke mal kurz runter. Hier. Hier ist doch bestimmt wieder Gravel drin. Ja, guck mal, da ist ganz viel Gravel wieder drin, was sich gegenseitig blockiert. Und das ist gut, dass wir gleich mal runtergucken. Tschupp. Den packen wir auch gleich wieder rein. Wie viel Gravel haben wir? 2000. Okay, das ist noch in Ordnung. Wir machen die Farm da hinten jetzt einfach fertig. Es hilft nichts. Wir machen die jetzt fertig. Und ich lasse den. Dafür brauche ich Kobble ein bisschen. Weil ich den Boden auch gleich mitmache. Einmal Wooden Planks. Wooden Slabs nehme ich mit. Ich nehme Wooden Planks mit. Und ich nehme Kobble mit für den Boden. Dann werde ich unterirdisch dort hinten einfach vielleicht einen Raum machen, wo wir die Büsche machen. Die anderen Büsche. Machen wir das so. Dass sie nicht an Licht wachsen, nervt mich gerade. So. Wir machen aber erstmal den Raum fertig. Hier. Das heißt für uns, wir machen jetzt erstmal den Cobblestone hier unten hin. Die Pipes brauchen wir nicht. Das machen wir. Das wichtige Zeug machen wir jetzt erstmal hin. Oder halt das jetzt erstmal wichtige Zeug. Und buddeln uns bis hier hin. Weil dann können wir nämlich ganz normal auch eine Wand hier reinziehen. Hier. Hier, so, bupp. Ziehen wir hier ganz normal die Wand rein. Die tut uns dann nicht weh. Wenn wir. Ach, hier ist die Wand. Hier, dup, 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 dup. Und dann machen wir unterirdisch den Raum rein. Da müsste jetzt genau, da ist jetzt der Kollege hier. Der schluchtige Kollege.
Der ist ja dann doppelt sozusagen abgebaut, doppelt dicht. Wo ich aber gern Fackeln mal ranmache. Dass uns halt hier nicht die ganze Zeit der Arsch voll spawnt. Wenn das hier dann dunkel ist. Könnten auch einfach alles unter Wasser setzen, aber dann plätschert das die ganze Zeit hier. Die ist halt groß, die Schlucht. So, wenn jetzt hier ein bisschen Licht ist hier, spawnt hier nicht so viel. So. So. Weil die Viecher werden wir ja wieder einschalten. Die werden wieder eingeschaltet werden. Können ja mal kurz hier in jede Richtung mal kurz einen Ticken reinschauen. Jetzt auch nicht zu viel. Oh. Büsche. Ja, Wasser. I hate it. Büsche. Komm her, Busch. Nehmen wir auch kurz das Wasser hier weg. Wasser ist weg. Au. Kommt denn hier noch über Wasser her? Oh, unser Spawner. Den wir schon mal hatten. So, wir setzen aber hier trotzdem überall weiter Fackeln hin. Damit hier nicht so viel Licht zum Spawnen ist oder nicht so viel Platz zum Spawnen ist. So. Ist eigentlich überall schön beleuchtet. Bis auf ein paar Dinge. Den Spawner hatten wir ja schon gesehen. Da war eine schöne Doppelkiste mit ein bisschen Zeug drin und halt auch die Canola-Seeds, Rotary Craft. Ich habe keine Ahnung, was die einbringen. Sag ich auch ehrlich. So, wir müssen jetzt nach oben. Unser Jetpack ist relativ leer. Aber es reicht, um hier rauf zu fliegen. So. Können wir hier eigentlich auch dicht machen, nämlich? Ah, noch nicht. Der Arm noch zu kurz. So. Jetzt hat. Machen wir hier auch noch einmal dicht. Und wir buddeln uns jetzt einfach hier noch ein bisschen durch. Die ganze Welt. Das Zeug, was wir einsammeln können, schmeißen wir halt dann später wieder ins ME rein. Beziehungsweise wir können uns ja auch hier Platz schaffen, weil vorne ja ein ME-Interface ist. Es ruckelt gerade ein bisschen. Hier ist es immer so ein bisschen ruckelig. Bei der Farm, wenn die oben nicht anfangen, so richtig schön fett die Bäume wegzurupfen, was hier, man sieht es so gut wie durchgehend passiert, es ist immer ein bisschen ruckelig in dem Moment. So, wir knallen jetzt hier mal schnell gleich ein bisschen Boden rein. So, rennen wir mal durch. Techwood ist so eine Sache, wo ich immer sehr viel Zeit verbringe, sehr lange oder sehr schnell. So. So. Jetzt haben wir wieder Platz bekommen gerade. Wo ich sehr schnell krass viel Zeit immer drin ab. So. Jetzt müssen wir hier natürlich auch wieder, also die können wir auch frei machen komplett. So, wir buddeln uns hier wieder durch. Sollten es relativ schnell schaffen. Das war jetzt keine große Fläche mehr, die wir dazu machen. Ist eine relativ kleine Fläche. So. Da war ein Kaktus, das habe ich gehört. Es klingt halt immer wie so ein Wollblock. Es fällt auf, so. So, ich gehe mal kurz vor zum ME. Und schmeiß da mal Zeug runter. Rein, und zwar das, das. Das, das in einen Erdblock. So. Äpfel kriegen wir jetzt natürlich auch wieder.
Da hatten wir ja ein bisschen das Problem, dass nichts mehr zum Essen da war. Oder halt, dass zum nichts mehr, stimmt nicht ganz, ist es weniger geworden. Deutlich weniger, weil wir halt die ganze Zeit am Snacken sind und halt nichts nachgebaut hatten. So, Weizen zum Beispiel, ich kann euch ehrlich sagen, keine Ahnung, warum ich Weizen zum Beispiel anpflanze. Einfach, weil ich es kann, denke ich. Machen wir halt einfach Weizen, weil wir es können. Können wir. Im Grunde ist jeder Rohstoff, den wir zu viel machen oder den wir eigentlich gerade auch nicht brauchen, gut, dass wir den eigentlich schon mitmachen. Weil jeder Rohstoff ist später gut, um zum Beispiel UU-Matter daraus zu machen. Scrap, Scrapboxes. Alles, was wir da zusätzlich bekommen. Das Sägewerk zum Beispiel habe ich mir gerade echt überlegt. Das ist mir so spontan eingefallen, wie ich das ganze Zeug gesehen habe. Dass wir das ja zum Beispiel auch gut mit nutzen könnten, um halt auch Scrap und so Zeug draus zu machen. So. Hier wäre die Wand drin. Oder hier ist die Wand eigentlich. Die würde ich aber hier trotzdem abreißen. Und nur so andeuten erstmal. Weil hier dann unterirdisch, hier drüben, wo man mit Mining Laser halt sehr viel reingeschossen haben und dadurch es einfach ziemlich schnell gehen würde. Muss jetzt vorsichtig sein, sonst haben wir da gleich wieder ein mega Loch drin. So, da ist eh gleich wieder was leer, so wie es ausschaut. Können wir hier die Wand reinziehen, hier die Wand durchziehen. Dann können wir das so als wie so einen separaten Raum draus machen. Hier hinten, jo. Okay. Dann fliegen wir mal rüber. Den Koppel brauchen wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr erstmal. Dann machen wir erstmal die Harvester fertig. Wir müssten auch vielleicht nochmal zur Ender Quarry gucken. Das wäre, glaube ich, auch nicht doof, wenn wir da nochmal hinschauen. Und allem. Den Koppel brauchen wir jetzt nicht mehr. Da ist ja, wir haben auch nicht mal mehr so viel Koppel übrig gehabt eigentlich, was auch gut ist. Laden einmal schnell alles auf. Und in der Zeit, wo wir alles aufladen, sehen wir uns gleich wieder. So, alles ist einmal aufgeladen. Wir gucken gleich hier nochmal mit zum Gravel. Bisschen ist wieder drin, das ist klar gewesen. Das nehmen wir auch gleich wieder mit. So. Wir gehen jetzt rüber. Und machen die Planter fertig. Schließen das. Ne, machen erstmal den Raum da noch zu Ende. Die Wand deute ich hinten mal an. Würde ich das als getrennten, separaten Raum machen, vielleicht sogar? Was vielleicht auch gerade mir kommt, wenn wir das drunter bauen. Was ist, wenn wir das einfach hier drunter bauen? Und das vielleicht gar nicht hinten als hier reinsetzen. Kriegen wir über die Thermalzentrifuge.
Kriegen wir nur über die Thermalzentrifuge Stone-Dust, oder? Oder über ein Ore-Washing-Plant. ZF-Powder. Das wäre halt cool. Okay, ich habe eine neue Aufgabe. Wir bauen jetzt erstmal hier den Raum fertig. Also mit Wand und allem. Und dann füllen wir da hinten mit Safe Spray auf. Und die Büsche knallen wir unten drunter. Gern vielleicht schon mal ein bisschen was sehen, wo ich zumindest abbaue. Also wir könnten jetzt natürlich da hinten ganz viel hinbauen und machen und allem drum und dran. Oder ich lasse hier jetzt einfach mal so einen kleinen Weg frei. Hier. Und fülle dann da hinten. Dass er nicht spawnt, entweder mit CF-Spray auf. Oder es ist uns einfach bald noch egal und füllen hier gar nicht auf. Die paar Möglichkeiten haben wir jetzt. Sagen, okay, scheiß drauf, ist halt hier ein Loch. Oder wir sagen, okay, machen uns jetzt die Arbeit und machen Bauschaum. Und füllen das alles auf. Ich habe keine Torch, ich habe keine Fackeln mehr. Was auch blöd ist, aber die. Safe-Spray ist halt ziemlich aufwendig zu machen. Erstmal für uns jetzt. Es hat halt auch gerade wenig Sinn, wenn wir das jetzt nur machen, um da hinten mal kurz ein bisschen. Um zu sprühen mit Bauschaum. Es ist wie Bauschaum. Deswegen wird. Machen will ich es eh irgendwann mal. Ich glaube, das sehen wir auch noch früh genug. Ich denke, das sehen wir auch noch deutlich früh genug. Ich schütte das hier hinten nicht auf. Wenn ich irgendwann mal was mache, was ich da hinten ein Loch habe oder hier hinter habe, dann machen wir. Das ist ganz easy und machen da wirklich Bauschaum. Das hier ist dann eigentlich soweit fertig. Der Harvester ist dann fertig, würde ich jetzt einfach. Oder die Harvester hier, das ist jetzt einfach fertig. Da machen wir jetzt dann hier dicht. Mit Holz. Dann gehen wir runter, bauen das jetzt fertig hier. Weil ich will da jetzt auch nicht mehr ewig dran verbringen. Dann machen wir das nächste. Aber konnte man Stone Dust nicht auch noch anders da gewinnen? Doch nicht nur über die Thermalzentrifuge. Ihr habt die doch damals nicht nur über die Thermalzentrifuge gemacht. Habe ich nicht Stone in Pulverizer rein oder so? Das finden wir gleich raus. Irgendwie kommt mir das Spanisch vor, weil ich denke, wir haben die anders da damals gemacht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir das anders da gemacht hatten. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das anders gemacht gehabt. Aber was gut ist, jetzt ergibt es wenigstens einigermaßen ein Bild dann auch von unten mit dem Weg und allem. Ich überlege gerade, haben wir nicht einfach Stone in den Macerator geschmissen und Stone das bekommen?
Ich habe doch nie im Leben. Ich weiß nicht, aber wir brauchen eine Canning Machine. Wir brauchen ziemlich viel Wasser dafür. Für das CF-Spray. Das weiß ich noch. Ah. Das ist mir noch bewusst. Oh, übrigens, aus einer Enderlily kriegst du auch immer nur ein Enderlily-Seed. Also das heißt, das verdoppelt sich so lange nicht, bis wir einfach mal ein paar mehr Enderlilies haben. Und ab und zu bekommst du auch kein Enderlily-Seed raus. Also es kann passieren, dass die Enderlilies hier irgendwann dann einfach mal keine mehr da sind. Und wir haben halt nur eine. Aber das ist jetzt unsere beste Möglichkeit, hier eigentlich immer Ding zu bekommen. Enderperlen erstmal ein paar. Weil, also wenn wir im End sind, da werden wir auch auf jeden Fall hinkommen ins End. Da müssen wir hinkommen. Dann werden wir hier eh so viele Enderlilies, wie es überhaupt geht, mitnehmen. Werden das ganze End abgrasen. Nach ganz vielen Enderlilies. Ich habe keine Slabs mehr. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Ah, guck mal, Essenceberry Busch. Der ist jetzt auch schon fertig und hat ein paar Essenceberries. Auch schon im Wachstum soweit. Wir knallen die Büsche hier unten drunter einfach nochmal hin. Werden unten drunter die Büsche hinschmeißen. Das ist jetzt mein Plan. Dann können wir das auch dort einfach mitmachen. Wir kriegen immer mehr Plutonium, das ist auch gut. Gut, wir haben nicht mehr viel davon, von dem Holz gerade. Bup, bup, bup. Sollte reichen. Wir brauchen auch noch Fans, würde ich. Fans. Ein paar Zäune würde ich auch gleich mitnehmen. Die sollten auch reichen. Ich würde Gravel mitnehmen. Dann kann ich den Weg gleich auch fertig machen. Dann sind wir optisch fertig. Dann müssen wir nur noch das Technische dahinter machen. So. Ich hätte gern mal wieder ein paar Äpfelchen. Werden schon mehr. Und die Büsche müssen wir halt dann erstmal drunter wieder was ausheben. Aber dann haben wir das ganze Farmzeug hier hinten. Alles auf einen Schlag, auf einen Schwung. Kann man ja sehen, wie immer.